eigentlich schon schön hier. Obwohl ich sagen muss, dass es schon extrem hell ist. Da rauszugucken und da was zu sehen, wird schwierig. Okay, wir müssen hier jetzt weiter düsen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich möchte ein paar Sachen erledigen heute. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Ist ja überhaupt nicht laut hier. Ich kann euch nicht sagen, warum das immer noch so laut ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe das extra leiser gemacht. Hier geht's nämlich nicht. Kleinen Moment. Das kann doch nicht sein. Ich habe es extra leiser gemacht. Wenn ich es noch leiser mache, dann höre ich wirklich gar nichts mehr. Also irgendwie, das ist komisch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, warum der Ton immer so krass laut ist bei mir. Komme ich nicht mit. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das so laut ist. Ja. Da haben wir noch eine Kiste, nicht? Jetzt wollte ich nur wissen. Sorry, da komme ich nicht hin. Okay, gehen wir nochmal kurz da rein. Das gibt's nicht, dass das so laut ist. Was mache ich bitte falsch? Volumen mal auf ganz leise. Dann lassen wir es mal so. Jedes Mal, wenn mich irgend so ein Drecksviech angreift. Warte mal, wenn ich da jetzt auf die normalen Einstellungen gehe. Also ins Hauptmenü, kann ich da was einstellen? Ach, ich habe schon wieder vergessen, dass ich noch gar nicht so weit bin. Yay, ich bin auf Level 6 aufgestiegen. Ja, gut, dass ich jetzt... Der ist einfach verschwunden, der Penner. Warum ist das so laut? Ich habe das extra auf leise eingestellt. Verstehe das nicht. Ich muss da jetzt echt nochmal hochgehen dann. Jetzt muss ich mal kurz gucken in meinen Items. Elfentuch. Genau, das wollte ich nämlich wissen. Ist aber nicht so. Hat zwar eine Abwehrkraft, aber der Champion-Gurt ist schon gut. Also ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht mit. Jetzt müssen wir nochmal kurz hochgehen zum Speicherplatz, zum Speicherpunkt und mal nachsehen, warum das so laut ist. Das verstehe ich nämlich nicht. Wir speichern mal kurz. Das ist so laut. Das ist einfach so unglaublich laut. Ich verstehe das nicht. Ich habe das... Also ohne Witz, mein Kopfhörerpegel ist auf 1. Auf 1. Ich habe 1. Noch kleiner ist 0. Dann höre ich gar nichts mehr. Also das kann doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Und vor allem hier, wenn ich es noch leiser mache. Hier könnte ich schon leiser machen. Hinweise zum Streaming. Bla 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 bla. Okay. Habe ich alles nicht gelesen. Einstellungen oder so? Hallo? Gibt's keine. Ich bin umsonst rausgegangen. Verdammt. Das könnten wir eigentlich auch mal spielen. Das wäre auch cool. Dann muss ich es halt hier leiser machen. Irgendwann hört man mich dann gar nicht mehr, weil mein Mikrofon so leise ist. Aber hey, wenigstens explodiert dann mein Kopf nicht, weil der Ton so laut ist. Aber ich verstehe das nicht, warum sie da nicht so eine Einstellung eingebaut haben, dass man das da drin einstellen kann. Das geht doch bei fast jedem Spiel jetzt, oder? Ich sehe schon, dass heute sehr viel los ist in meinem Stream. Da kann ich viel machen. Ich werde heute auf jeden Fall. Wir werden heute auf jeden Fall ordentlich was erreichen. Steht schon mal fest. Wir machen vielleicht wieder mal Open End. Weil ich Bock drauf habe. Mal gucken.
Da ist nämlich eine Kiste, die hole ich mir definitiv. Aber wer hätte das gedacht? Haben wir wieder wundervolle Niemande am Start. Aua! Männer! Aber ich bin jetzt schon ein starker Junge. Ich kann es nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen. Da unten komme ich nicht rein. Stirb! Mies Vieh! Ich weiß ja jetzt schon, dass ich hier schön... Ah, Potions sind. Truhe. Naminis Zeichnungen. Von Namine hinterlassene Zeichnungen. Sie scheinen eine tiefere Bedeutung zu haben. Elfentuch. High Potion. Könnte ich eigentlich auch anlegen. Okay. Haben wir Abilities, die wir anlegen können? Haben alle. Na gut. Das wird schon reichen. Krass. Die Büste starrt auf den Boden. Ja, kein Wunder. Ist ja auch was am Boden. Hier ist sonst nichts mehr. Also gehen wir runter und holen uns die Kiste. High Potion. Ist ja überhaupt nicht Zeichen dafür, dass jetzt bald ein Kampf stattfindet oder so. Mal gucken, ob mein Stream überhaupt läuft, wenn da gar keiner zusieht. Ich muss mal schnell schauen, ob das passt. Ah, jetzt kommt da so eine Kackwerbung. Okay. Mal kurz mir zuhören. Hört sich gut an. Kleinen Moment. Jetzt muss ich mal kurz. Oh, mein Bild flimmert. Das Bild von mir flimmert. Warum flimmert es hier nicht? Mein Bild flimmert. Das ist ja gemein. Warum flimmert es hier nicht? Das ist ja voll unfair. Flimmert das Bild extrem? Ich sehe das hier gar nicht. Why do you have the keyblade? Shut up. Oh. Will it work? If we can maintain the simulated town. Until Namine finishes chaining together Sora's memories. What will happen to Roxas? He holds half of Sora's power within him. In the end, he'll have to give it back. Until then, he'll need another personality to throw off his pursuers. Poor thing.
It's the fate of a nobody. Das ist voll der Schlag ins Gesicht. Kann ich nachvollziehen. Sowas von. Oh Mann, ich frag mich gerade, ob ich... Es sieht aus wie die Daten von jemandem. Da bin ich hergekommen. Du weißt nicht, was das für ein Gerät ist. Doch, weiß ich. Ich weiß es. Echt am überlegen, ob ich das... Jetzt mache ich mal kurz das aus, aber ich glaube... Es ist viel zu dunkel. Seht ihr, deswegen mache ich das Licht an. Aber das Licht ist einfach... Das Licht ist einfach zu schlecht. Jetzt flimmert es noch mehr. Oder? Ich schaue aus wie ein Monster. Okay, es hilft nichts. Es hilft einfach nichts. Jetzt ist es kackhässlich, das Licht. Es flimmert noch mehr. Ich hasse dich. Es flimmert jetzt immer mehr. Ich hätte es einfach lassen sollen. Verdammt. Und jetzt? Das flimmert echt krass, oder? Flimmert das stark? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn irgendwann mal wer da ist. Oder wenn ihr das woanders seht, ob das Flimmern extrem ist. Das tut mir sehr leid. Es ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Weil so... Man sieht es nur minimal bei mir. Bei euch sieht man es stärker. Na gut. Lässt sich nicht ändern. Solange ich keine andere Lampe habe, zumindest. Schön. Schön. 4 Niemande. Toll. Besiege all die mysteriösen Gegner. Sterbt alle! Aua! Du Luder! So ein Luder, das hat er mit Absicht gemacht. Ich möchte es einsammeln hier. Aua! Jetzt aber. Der Zuschauer, der jetzt gerade mit dabei ist, der könnte mir mal sagen, ob das Bild flimmert von mir. Flimmert das bei mir? Oder bei euch? Hallo, simply amazing, Roxas. Axel. Axel. You really do remember me this time. I'm so flattered. Oh oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den ziehen muss. Toll. Come here, I'll make it all stop. Hilfe! Ich sehe nichts mehr. Ich stehe in Flammen.
Yeah, meine zwei Schlüsselschwerter sind einfach geil. Ah, das war ein Fehler. Da kommt ja der Ventus überhaupt nicht durch. Es tut mir leid. Das ist schlimmer. Ich hab's vorher versucht zu ändern, aber irgendwie... Alter, ich sehe ja... Ich sehe doch tatsächlich... Alter! Hilfe! Okay, da gibt's also irgendwas Grünes. War da jetzt gerade da. Verdammt, ich bin zu spät. Jawohl. Komm schon. Endlich habe ich Kombos drauf, Leute. Endlich habe ich Kombos drauf. Oh oh. Oh nein. Alter. Hilfe. Nein, jetzt habe ich das Dreieck nicht gesehen. Jetzt aber. Jetzt ist er tot. Oder auch nichts. Vielleicht bin ich jetzt dann tot. Aua! Luder! Ich dachte, mein Sieg wäre sicher. Jetzt wäre er aber eigentlich schon sicher gewesen. Es tut mir leid, es liegt an der Lampe, aber ich frage mich gerade, wenn ich das obere Licht ausmache, ob das Flimmern dann nicht mehr ist. Das probiere ich jetzt dann gleich aus. Ich probiere das gleich aus. Vielleicht hilft das was. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. Der tut mir so leid. Axel. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Ich probiere jetzt mal kurz was aus. Wartet mal einen kleinen Moment. Oh, jetzt schaue ich aus wie ein Alien. Okay, so funktioniert es nicht. Verdammt. So eine Scheiße. Also, wir müssen leider mit dem Flimmern leben. Es geht nicht anders. Aber ist halt jetzt so, ne? Lässt sich nicht ändern. So, wo sind wir denn? Oh, kann ich denn hier nicht speichern? Kann ich auch nicht... Ah. Aha. Wir gehen natürlich jetzt in den Raum, würde ich sagen. Weil da sind drei Fragezeichen. Das wollen wir schon noch rausfinden. Vielleicht hätten wir doch lieber in das andere gehen sollen. Verdammt! Kiste! Kiste, Kiste, Kiste. Oh. Donald. Goofy? Kiste. Krass. Krass, krass, krass. At last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me? Or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. Das ist
What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Why? Who are you? I am a servant of the world. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? 'Cause I'm not laughing! My apologies. This is only a data-based projection. I hate you so much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. No! My heart belongs to me! Sora. You're lucky. Looks like my summer vacation is over. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Mann, ich will nicht zum Heulen anfangen. Mickey. Sora. Who's there? Sora! Sora, wake up! Der liebe Sora doch ein bisschen größer geworden. Donald! Goofy! That was some nap. You mean we were asleep? I guess we must have been, or I don't think we'd be so drowsy. When do you think we went to sleep? Let's see. We defeated Ansem. Yep. Restored peace to the world. Found Kairi. Oh, yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. Then what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Namine. I wonder who that is. Something general that is. What do you say we find out where we are? Oh, wir sind wieder vereint. Das habe ich früher so gefeiert, dass du dann die Komplettansicht anschauen konntest. Das war so cool. Das war so mega, mega cool.
Seht euch den Zora an, wie groß er geworden ist. So ein Hübscher. Der Donald sieht immer noch gleich aus, genauso wie der Goofy, aber das war ja zu erwarten. Geschichte. Sankt Namine. Das haben wir ja vorhin schon gelesen. Donald, Goofy, Zora, Kairi, die ist auch mega groß geworden. Ist ja schon fast erwachsen. Halt Karten. Okay. Jiminy. Charaktere. Andere. Wer ist denn Selfie? Ah. Ach ja, stimmt. Final Fantasy 8. Interessant. Gut, ich würde sagen. Halt, Abilities! Ab in die Abilities und. Hallo? Abilities, Donald. Okay. Ich kann nichts auswählen. Oh Mann, oh. Warum bin ich so müde? Haben wir hier noch irgendwo. Oh, Kiste. Ja. Kiste. Öffnen. Vitrio-Splitter. Juhu. Da ist auch eine Kiste. Ich bin voll der Kistenfinder. Es ist so schön, dass ich ihn so da wieder sehe, aber irgendwie fehlt mir der Roxas jetzt schon. Sehr traurig. Das ist wirklich traurig, muss ich sagen. Okay. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Wir können ja immer noch zurück, glaube ich. Jetzt müssen wir alles neu erkunden. You know? I think I've been to this town. What's it called? Guess I must have imagined it. What do you want? Nothing. Just wondering what was back here. Now you know. This is our spot. What? You're new around here, right? I'm Pence. Tanner, nice to meet you. But we got stuff to do, so catch you later. My name's Olette. Hey, did you finish up the summer homework yet? Independent studies are the worst, huh? Homework? Hey, what are your names? Oh, sorry. We're Zora, Donald, and Goofy. Hey there. Zora, Donald, Goofy, we just met someone who was looking for you. He sure seemed in a hurry. He had a black coat on, so I couldn't see his face. But he had these big round ears. Where'd you see him? At the station. The station, thanks. Well, you'd better get back to that assignment. So eine Streberin. Kids trying to find us. Yeah, let's get to the station. Yes. Dass ich gar keiner an den Roxas erinnern kann, das finde ich jetzt schon traurig. Das finde ich sehr traurig. Das finde ich so traurig. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Wenn du Zeit hast, such dir doch einen Job. Oh, warte, ich glaube, zurzeit ist überhaupt nichts ausgeschrieben. Euer Freund, der euch sucht, ist am Bahnhof. Dazu müsst ihr einfach die Anhöhe hinauf. Ihr seht besser nach, was er von euch will. Heiner?
Wenn ihr über die Stadt Bescheid wissen wollt, geht zum Turnierplatz. Wir sind beschäftigt. Ich bin sicher, Cyphers Bande wird sich eurer annehmen. Alles klar. Da ist wohl einer ein bisschen angepisst. Ich muss die ganze Zeit gähnen. Was ist los? Aber halt. Ich habe mich jetzt schon gewundert, was das Blaue hier ist. Komisch. Ist das ein Briefkasten? Wenn ja, wie blöd liegt denn der hier bitte? Komische Briefkästen. Keiner mehr da. Besiege all die mysteriösen Gegner. Ich kann gar kein Stellungsspiel jetzt, das ist ja voll unfair. Aua. Aua. Das ist ja gemein. Naja, wenigstens bin ich ein Level aufgestiegen. Und es ist lahm, wenn man noch keine Kombos drauf hat. Das zieht sich ja ewig hin. Besten noch mehr Gegner, dass es noch länger zieht. Aua! Aber wenigstens steigen dann alle auf. Das ist ja schon mal was. Hat seinen Vorteil. Ich sage, alle steigen auf. Boah, ich hab das immer gehasst, wenn so viele Gegner gekommen sind. Das hat sich mir echt lang gezogen, gerade am Anfang. Weil du noch keine Kombos drauf hast. Das ist so anstrengend. Weil du ja eigentlich unbedingt weitermachen willst. Aber zu viele Gegner da sind, dass du nicht weiterkommst. Und dann zieht sich so lang. Schlimm, schlimm, schlimm. Und wieder bin ich ein Level aufgestiegen. Juhu! Zwei Level aufgestiegen, geilo. Donald und Goofy sind schon voll am Arsch. Toll. Da haben sie die Welt gerettet und sind so schwach. König Mickey ist echt heftig. Your Majesty? Shh. You gotta board the train and leave town. The train knows the way. Here. Your Majesty. The king? Was that really him? It could have been. Yep. I know it was. Yeah. The king was locked in the realm of darkness, right? Uh-huh. But we just saw him. Yep. And if the king is here, that means Riku's here. He's gotta be. Well, yeah. I'm gonna go look for Riku. Good idea. Then he and I can go back to the islands together. Kairi's there waiting for us. What are you two gonna do? Yeah. Oh, of course, Sora. Do you have to ask? Hey, what's so funny? Your face. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. To where again? We have to board the train. Oh, yeah. Come on.
Wait up! Huh? Hey, Sora? What? Nothing, but... We came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh. Oh. Really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. Huh? What is that? They're the same. Yeah. Three tickets, please. I can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah, you're right. Doch, 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 wir kommen doch schon wieder zurück, oder? Ich habe jetzt gar nicht nach den Kisten geguckt. Hä? Aber wir kommen doch hier wieder hin. Oder bin ich jetzt verrückt? Doch, 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 doch. Lass mich mal gucken. Nur gucken. Bla bla bla. Es gibt 100%, ich komme hier wieder nach Twilight Town. Ja, natürlich kommen wir wieder. Blöd. Ja, da kommen wir schon. Wir kommen schon wieder hin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir hier nicht mehr zurückkommen. Wir speichern aber trotzdem einfach mal zur Sicherheit. Lauter Kisten hier. Ich werde jetzt auch gleich, wenn ich alles abgesucht habe, mal kurz nochmal gucken, wie viele Kisten da noch übrig sind. Mir nämlich schon Aufschluss drüber. Jimmys Tagebuch. Schätze. Ja, komm, da sind so viele noch frei. 100%ig kommen wir nochmal zurück. Bin mir sicher. Ich speichere jetzt einfach mal. Und dann sehen wir das schon. Wegen eures Beutels. Ach, nicht so wichtig. Besucht uns bald mal wieder, ja? Ihr findet uns an unserem Treffpunkt. Seltsam, wir hatten plötzlich das Gefühl, wir müssten euch unbedingt verabschieden. Es ist fast so, als würden wir jetzt jemandem auf Wiedersehen sagen, den wir gerade erst nach langer Zeit einmal wieder gesehen haben. Das ist so traurig. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt doch erstmal runter. Aber ich will in dem Aufzug nicht darunter gehen. Ich will nicht. Naja. Obwohl ich mir ja sicher bin, wir kommen nochmal her. Das kann mir keiner erzählen. Wir kommen nochmal her. Es geht nicht anders. Wir gehen jetzt erstmal zum Zug. Ich habe ja gespeichert. Wenn wirklich, dann müssen wir es halt nochmal machen. Halt doch. Okay, let's go. Bye. Hey, Sora. You sure we haven't met before? Positive. Why do you ask? I don't know. Oh. Yeah, don't know where it came from. Pull it together. Right. See ya. This is echt traurig.
Oh, das ist zu traurig für mich. You know? I'm sad. We'll be back. Yeah, we can visit Hayner and those guys again. Nicht müde. Warum gähne ich die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. Namine. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me? Go. Nö. You sure about this? Bin ich gelangweilt. Ich liebe das Spiel. I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. Sie ist so süß, die Namine. Schon sind wir da, juhu. Das wird jetzt richtig cool. Da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Jetzt müssen wir erstmal alles nach Kisten absuchen. There goes our ride. Wir sind beim Turm angelangt. Der Turm. Kiste. Kiste. Und noch eine. Wir müssen jetzt dann glatt mal gucken. Kann ich jetzt schon nachschauen? Ja, schätze. Wie viel? Nee, Twilight Town. Das gehört nicht zu Twilight Town. Müssen wir da erst die... Nein, ich will noch nicht mit ihm reden. Verdammt. What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master in this here tower's as big and tough as they say. Word is he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. A heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything.
And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of Heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? What? Oh, it's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. Mm-hmm. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. So. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds are gonna belong to yours truly. Because Maleficent's gonna help me conquer them. Mm. Maleficent? Huh. Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it! Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Und da sind sie wieder. Ich finde ja, die Herzlosen mag ich am liebsten, die Kleinen. Da gibt es so Kuscheltiere, die finde ich so geil. Die finde ich so mega geil. Irgendwann hole ich mir die auch. Weil die so cool sind. Aua! Yeah! Die sind so cool. Das Kuscheltier ist mega. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the Mighty Pete. So, Mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a Heartless by now. Master Yen Sid lives here? Da ist er weg. Der Donald. Der kleine Magier. Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Ich will noch nicht rein. Go. Oh Mann, oh. Ich wollte noch Kisten einsammeln. Erstmal speichern. Und drauf geht's. Es dauert jetzt ewig lang, bis das wir da oben sind. Die bringen halt überhaupt keine Erfahrungspunkte. Ich frage mich, ob ich gegen die überhaupt kämpfen soll. Der Donald ist echt der Hammer. Gott, ist das lahm, wenn man noch keine Kommandos hat. Aber es geht. Mit Donalds Hilfe funktioniert das. Komm schon, ich will nach oben. Zacki, zacki. Yeah. Und jetzt bestimmt noch ein Weilchen dauern. Oh yeah! Fenstersplitter. Schön. Kann ich brauchen. Und weiter. Oh yeah! Ah, das habe ich ganz vergessen. Wir haben da so kleine Kommandos, die wir machen können mit Dreieck.
macht vieles einfacher. Das ist immer, wenn man in der Nähe von den Leuten ist, oder? Yeah. Nice. Wie cool. Yes. Things haven't changed one bit. Well, it's a good thing we're on the job then. Mm. So, the worlds aren't at peace after all? Wir werden es rausfinden, wenn wir nach oben gehen. Oh yeah. Irgendwie Angst, dass ich runterfall. Bei meinem Künstler wäre das möglich. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es überlebt. Sind wir jetzt bald da? Ja, wir sind da. Oh oh. Vor dem habe ich immer mega Angst gehabt. Der schaut so böse. Hey there. Sure, show some respect. Der schaut so böse aus. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yep. Yes, we did, Master. But we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. Mm-hmm. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean we have to go on another quest? Yes. I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Mm. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. Mm. I'm the key? Mm-hmm. Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Der Anfang. Öffnen die Welten ihre Herzen, erwählt vom Licht oder verführt von der Dunkelheit. Freunde, die gleichen Bande verbinden, obwohl ihre Wege sie woanders hinführen. Wenn du an dem Weg zweifelst, den du bisher beschritten, wenn die Hand, die du hieltst, verloren scheint, blicke erneut auf das Herz, das einmal war. Denn es hält alle Antworten bereit. Okay. Zwischenspiel. Ein langer Traum. Ein trauriger Abschied liegt in der Luft in dieser Zwischenwelt. Was ist die Wirklichkeit? Was ist Illusion? Der Weg, den der Junge eingeschlagen hat, führt zu seinen Erinnerungen. Bist du gefangen im Fluss der Tage und Nächte, die vergehen, blicke erneut auf deine Schritte. Dann wird all die Verwirrung ein Ende haben. Okay, und jetzt noch das Ende. Nee, die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Kommt der Tag, an dem dieser Kampf, geboren aus Verwirrung, enden wird?
Für jeden wird das etwas anderes bedeuten. Kann die Wirklichkeit das sein, was verborgen liegt? Der Grund ist die bloße Existenz. Und doch, Erinnerungen kann man trauen. Keine Angst. Vertraue deinen Körper, deinem Körper, den sanften Schwingungen deiner Erinnerungen an. Schon bald wird deine flüchtige Rast vorbei sein und alles wird beginnen. Ich hab schon gelesen. Ich möchte die Kiste öffnen. Kiste! Okay, ich öffne die Kiste. Und ich hab die Karte. Jetzt habe ich aber hier Schätze, oder? Jetzt kann ich meine Schätze sehen. Schätze. Nee, immer noch. Das gehört zu Twilight Town, ha? Und hier haben wir die Karten frei, deswegen ist das Mickey Mouse Zeichen da. Schön. Einmal kurz speichern. Übrigens kommt es sehr häufig vor, dass ich gerne, vor allem wenn ich viel rede, beziehungsweise vorlese. Oder Let's Play oder streame. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es selbst nicht, aber... ja. Um ehrlich zu sein, ja. But wait a sec. How come the Heartless are still running around? Gute Frage. Your past endeavors did prevent an immense effusion of Heartless from the Great Darkness. Make no mistake about that. However, okay. The Heartless are darkness made real, and darkness yet lingers in every heart. The Heartless are fewer, but while darkness exists in a single heart, it will be difficult to eliminate them. Gorsh, that must mean if everybody's heart was full of light, them Heartless would go away. Now, it is time to speak of the enemies that you will encounter. If one such as you, Donald, yields to the darkness in their heart, they too will become a Heartless. But you know this. The Heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts. Never let your guard down. Now then. At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a Heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away. A spirit that goes on even as its body fades from existence, for you see, no bodies do not truly exist at all. No bodies may seem to have feelings, but this is a ruse. They only pretend to have hearts. You must not be deceived. No bodies. They don't exist. Now then, the being you see before you is known as a Dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of Dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells, destined to return to darkness. But... the beings you see before you now are different. These powerful nobodies have formed a group called Organization 13. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While Heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan.
and it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's Keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the Heartless as he seeks the answer to the riddle of the Nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yep. Yeah, and the king must know where Riku is, because the two of them were together in the Realm of Darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes. Those look a bit too small for you. Through there, you'll find three good fairies. Yeah. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Yeah, auf das warte ich schon die ganze Zeit. Sora, you sure are growing fast. I guess. Hier, oder? Ja, da waren wir noch nicht. Ja, das ist so cool. Me, you guys, Riku and the King. I don't care who this organization is or what it's planning. With the five of us, I mean, six of us, there's nothing to worry about, right? Yeah! Dieses Gewand wird dir in dem Maße nützen, wie du selbst an Stärke und Wissen dazugewinnst. Seine wahren Kräfte schlummern noch in ihm. Es ist deine Aufgabe, sie zu wecken. Reden wir erst noch mit ihr. Wir haben von dir gehört. Beeile dich und probiere deine neuen Kleider an. Aber natürlich erst, wenn ihr euch ausreichend auf eure Reise vorbereitet habt. Lass mal eine Kiste holen. Was gibt's hier so? Bla bla. Sonst ist hier keine Kiste mehr, also reden wir gleich mit ihr. Wenn du dich umgezogen hast, ist es für euch an der Zeit aufzubrechen. Ich bitte darum. Well, look who's here, dears. Sora, Donald and Goofy. Oh, if you're looking for clothes, you come to the right place. I'll do the designing. No, that will never do. Oh, now, dears. But don't you like this better? Hold on. Are you certain? Blue. This is so lustig. Uh-oh. Ah, would you just decide? Oh, well. All right, then. Together now, dears. And no more squabbling. Ja, ich will es unbedingt sehen. Oh, my. Oh, it's lovely. Oh, yes. He does look very dashing. Yeah. Now, those aren't ordinary garments. They have very special powers. Take the orb, dear. And watch what happens. Yeah. Wow. Whoa! Yeah, this is so cool. Wow! Two keyblades! This journey's going to be twice as difficult as your last. Your garments also have other powers. But you'll have to discover what they are as you continue on your journey. Okay, I'll do my best. And thanks a lot. Oh, and there's something else for you from Master Yen Sid.
Sternensucher, Heldenform. Benutze das Kommando Drive, um durch Goofys Kräfte in die Heldenform zu wechseln. Die Leiste wird in der rechten unteren Ecke angezeigt. Ja, genau. Das weiß ich ja noch. Dann gehen wir doch wieder zurück zum Meister. Oh, da ist was runtergefallen. Hoppla, Sora, du hast was verloren. Wie? Scheint aus deiner Kleidung gefallen zu sein. Da ist was drauf abgebildet. Sieht aus wie ein Teil eines größeren Bildes. Noch ein Geschenk? Nanu, das ist nicht von uns. Aber da es aus deiner neuen Kleidung gefallen ist, hat es sicher etwas mit deinem Abenteuer zu tun. Pass gut drauf auf. Wenn du mehr dieser Teile findest, solltest du sie aufheben. Vielleicht lohnt es sich. Und ich schreibe für dich auf, was du schon gefunden hast. Du hast ein Puzzleteil gefunden. Puzzleteile findest du an den unterschiedlichsten Orten. Einige kannst du erst durch bestimmte Abilities erreichen. In Jiminys Tagebuch siehst du, welche Teile du schon erreicht hast oder gesammelt hast. Was auch immer da stand. Puzzleteile, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Kann ich mich an Puzzleteile erinnern? Oh yeah, Gummijet. So you guys ready to go? Ich aber nicht. Now, just a moment. Also echt, ich bin noch nicht so weit. Because of your previous endeavors, the worlds have returned to their original states. Juhu. That means the pathways between them have disappeared. How do we get around? Do not fear. If what the king suspected proves true, the worlds have prepared new pathways along which you may travel. These pathways may be utilized by unlocking special gates. How these gates are opened, I'm afraid I do not know. However, the Keyblade will serve as your guide. When a beam of light radiates from the Keyblade, return to the Gummy Ship. Gummy Ship. Though the worlds may seem far apart and out of reach, they nonetheless remain connected by invisible ties. As do our hearts. Our hearts are connected. Yep. That is correct. Got it. But be warned. As you proceed, the Heartless and the Nobodies will be using their own paths. Corridors of darkness to travel from world to world. They may be attempting to link these dark pathways to the gates between the worlds. Hey, that's not fair! Now then, that is all the information I can give to you. Go forth, Sora, Donald, and Goofy. Everyone is waiting. Okay, let's get going. Aber ich muss vorher noch Kisten sammeln. Master Legend! We sure do appreciate the help. Ah, ich muss eh runter. Das ist gut. Wer hätte das gedacht? Sehr gefährlich. My goodness, what's that? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Haven't we seen this somewhere before? Yes, dear. I wonder whose it was. Oh, Malefa! No, we mustn't remember her name. Oh dear. She was a mean old witch. Oh no. The memories are coming back. Uh-oh. What'll we do? Oh, what'll we do? Uh-oh. Goodness, no. Oh, whatever shall we do? Perhaps we should tell Master Yen Sid. Yes, that's what we must do. Hurry.
Oh oh. Maleficent! Da ist sie ja wieder, meine beste Freundin. Hei, 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 hei. Howdy, Sora. How you doing? Oh yeah. It's your favorite gummy engineers here, ready for duty. Chip. Dem seine Stimme finde ich viel cooler. And Dale. Happy flying. Ich finde es aber krass, die deutschen Synchronstimmen von Chip und Chap sind wirklich sehr nah an der englischen. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Das Only voll one? Gut. That's no good. Wait, I think it's a world. Ich will aber da noch nicht hin. Ich will noch mal zurück. You wanna go back? Come on, we gotta get moving. Na toll. Ich will zum Turm. Ich wollte eine Kiste einsammeln. Mir fehlt noch eine Kiste, verdammt. Mist. Muss ich später machen. Hilft nichts. Maleficent! Maleficent! Hm. Maybe they really did finish her off. Ooh, this castle sure ain't what I expected. No shine, no nothing. Oh, now what's gonna happen to our plan? Hm. Ah! Ah! Lauter Mokris! Schön! Kubo! It's Hollow Bastion. Mm. Gorsh, looks kind of different now. I hope Leon and the kid are doing okay. Uh-oh. Uh-oh, looks like we're gonna have to do some fighting. Hmm. Hollow Bastion. Yeah. Wir sind da. In Hollow Bastion. Wie cool. Ich bin natürlich gleich mal... Oh! Ein... Hallo? Oh yeah! Erwachen-Teil. Wie cool! Hat's die in dem ursprünglichen Spiel nicht gegeben, oder? Ability Ring. 80 Taler kann ich mir eigentlich einkaufen, oder? Ich hab sogar einen. Aber den kriegt halt dann der Donald oder der Goofy. Ja, bla bla. Ich bin am überlegen, ob ich mir das Elfentuch anlege. Aber egal. Da kriegt er das... Ah, oder? Egal. Goofy bräuchte auch nochmal was. Ability Sora hat einen Combo-Boost. Wir brauchen aber nur noch... Oh, verdammt. Okay, da muss ich mal kurz wechseln. Der Donald kriegt jetzt Ability. Ah, nein. Das geht ja gar nicht. Okay. Wir können es nicht ändern. Aber wir könnten eigentlich mal beim Donald kurz die Ability zu checken. Heldenform. Bla, 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 bla. Okay, da geht nichts. Beim Goofy auch nicht. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Elfentuch oder Schattenkettchen? Da würde ich mir ein Schattenkettchen mitnehmen. Das ist ja gar nicht teuer oder so. Das kriegt dann der Goofy, weil der noch gar nichts hat. Schön. Was haben wir hier? Hammerrute. Ja, sind die stärker? 2-1, 2-0. Ja. Ich hasse sie. Die müssen mich immer abziehen. 100 Taler. Ach, ich kann es mir eh nicht leisten. Juhu. Was für ein Glück. Aber gut zu wissen, dass wir hier bessere Waffen finden. Sind zwar nur ein bisschen besser, aber es geht. Da ist ein Mokri. Hallo, Mokri. Itemherstellung. Ja.
Ja, hallo? Blablabla. Formelanalyse. Habe ich noch nichts. Bisschen was habe ich schon. Cool. Was hat ihr? Potion, Äther und Zelt. Okay. Oh! Wer ist denn da? Der Dagobert Duck. Onkel Dagobert? Wer? Donalds Onkel, ein ganz großer Geschäftsmann. Bevor die Herzlosen überall auftauchten, bereitete er zusammen mit dem König die Welten in, bereiste. In einem Gummijet. Sein Ziel war es, ein Transfersystem aufzubauen. Ein Transitsystem! Was soll der plötzliche Aufruhr? Oh, Donald, du bist es. Und Goofy, hallo zusammen. Fein gut seht ihr aus, gesund und munter. Du aber auch, Onkel Dagobert. Ach, schön wär's. Ich schaffe es einfach nicht, mein Lieblingseis von früher nachzumachen. Ich würde mich dumm und dusselig verdienen, wenn das klappen würde. Schmeckt furchtbar. Ich weiß ja, was für ein Eis er nachmachen will. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Die Stadt war riesig. Oh. Hey, what's going on? That's the town's defense mechanism. Cool. Yuffie! Look out! Ganz viele Niemande. Wer hätte das gedacht? Besiege die Niemande! Ah, jetzt kann ich auf einmal Stellung spielen. Wieso ging das denn vorher nicht? Aua. Aua. Kann ich meine Stellung spielen jetzt? Ah, wie ist denn das? Oh, das ist der mit seinem Schwert. Ich finde das Kommandomenü auf der Seite übrigens hey, total cool. I see you're still in top form. What'd you expect? Looks like you're doing okay. Well, what did you expect? How are the others? Great. Hey, Yuffie, have you seen the King and Riku? Nope. Oh. But I had a feeling I'd see you guys again. We may never meet again, but we'll never forget each other. Is that supposed to be Leon? Everybody's working on stuff over at Merlin's house. Come on. Ich bin doch schon auf dem Weg. Karte. Und wieder bin ich ein Level aufgeschrieben. Gibt's da eine Kiste oder so? Ja. Ich wusste doch, dass hier mal was oben war. Was ist hier? Dieser Kran wird dazu eingesetzt, die Stadt wieder aufzubauen. Nein. Habt ihr das gesehen? Da ist schon wieder so ein Ding. Hier. Juhu, Finsterschlitze, ein neues Finsterschlitze in meinem Inventar. Und wieder einer. Yeah. Und ich kann unterm Kämpfen endlich das öffnen, wie schön. Das war bei Kingdom Hearts 1 war es schon sehr anstrengend, dass man da immer vorher kämpfen musste und nicht schnell die Kiste öffnen konnte. Glaubt ihr, ich komme da hin? Ja, da komme ich hin. Das mache ich gleich. Kann man echt immer überall hingehen, deswegen, das ist immer so gefährlich. Weil das so groß ist, dass du ganz schnell den Überblick verlierst. Aber es geht. Das holen wir uns auf jeden Fall. Und ob wir da hinkommen, ich weiß es nicht. Nein!
Okay. Dann hat sich das auch schon mal geklärt. Da kommt noch mehr. Toll, das steht da in der Kiste. Das ist jetzt nicht gebraucht. Müssen wir kurz gucken, ist hier eine Kiste? Ja. Da ist nämlich auch Merlins Haus. So, dann öffnen. Yeah. Ups. Hätte ich doch glatt meinen Kopfhörer da ausgezogen beinahe. Meet the Hollow Bastion Restoration Committee. Yeah. We missed you. Well, if you ain't in top shape. I knew it. Knew what? A while back, everyone suddenly remembered you guys, all at the same time. You remembered? Wait, does that mean you forgot about us? Thanks! So where have you guys been all this time? We were sleeping. Where? In cold storage? It doesn't matter. This is great. Everyone's together again. Die hat echt so viel, Gefühle. We're trying to find Riku and the King. Have you seen him? Right. Sorry, but let us know if there's anything we can do to help, okay? Okay, ist doch scheiße, thanks. Oder? Don't go thanking us just yet. Hollow Bastion's got a problem. A big problem. You mean, like, nobodies? And heartless? That's right! Sounds like you could use our help. Then let's cut to the chase. Sora, Donald, Goofy, we were hoping the three of you might give us a hand around here. Claro. Like we're gonna say no? Dass er sich immer so auf die Brust forgot hat. Who I'm dealing with. What do you mean by that? Just think of it as a sort of Leon compliment. Die hat echt eine komische Stimme. Die Stimme wäre an sich gar nicht schlecht, aber die Betonung Follow ist me so to the Bailey. Monoton. There's something you need to see. Das macht's anstrengend. Hallo Merlin. Oh, I thought it was you. Right on time. It's Merlin. Yeah. Sora and the gang said they're gonna help out. Splendid. We'll count on you. Right. Ah, yes. Did you give them the cards, dear? Oh. Gib mir die Karten. Here. They're presents for you. Leon thought you might like to have them. Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. Yeah. What was your plan? Kinda cool, huh? Hey, thanks, Leah. Und weg ist er. Oh, no. We're supposed to be at the Bailey. Ich will aber noch nicht raus. Einen Moment, Sora. Was ist mit deiner Magie? Oh, stimmt ja. Vielleicht hast du sie vergessen, als du geschlafen hast. Tja, was machen wir jetzt mit dir? Ich werde dir wohl ein paar Sprüche borgen müssen, aber sei vorsichtig, wenn du sie benutzt. Endlich. Danke, Merlin. 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 Dann los zum Außenhof, aber hurtig! Könntest du bitte dein Häuschen wieder aufbauen? Eiselement. Schießt Eiskristalle auf das Ziel ab. Toll. Ich habe Eis bekommen und das nennt ihr ein Paar. Hey! Yeah. Hey, stopp! Da will ich hin. Ich komme da hoch. Ich glaube, fast. Ja! Noch kein Buch da. Kein Buch da, also werden wir mal kurz speichern und dann gleich in den Außenhof gehen. Hallöchen, vierter Zuschauer oder die neu dazugeschalten haben. Schön, dass ihr da seid. Es ist
ist nur die Frage, wo ist denn der Außenhof? Ich denke mal, ich muss da weiter raus, ne? Entweder die Treppen hier hoch. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Dann gehen wir die Treppen hier hoch. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, wir sind richtig. Nein, kommt erst noch. Ich habe gedacht, es kommt jetzt schon. Aber es dauert Look at noch. That. Alter. We want to restore Hollow Bastion to what it used to be. Who knows? Maybe even something better. There's still a lot to do. But I'm sure we can handle everything. Alter. Except for that. And that. Zwei Niemande und 5 Milliarden Herzlose. We'll handle them. Well, that's ja, good ich würde gern durchlaufen, das war immer geil. So, Sora, do you know what's going on then? Yes. There's this guy, Pete, who's been going around plotting with the Heartless. Mm-hmm. But he's not smart enough to tie his own shoes. The ones we need to worry about are the Nobodies. Hambo's Organization 13 guy's in charge, too. You called? You're doing well. Who's that? This calls for a celebration. Uh-oh. Tür geht langsam zu. Es ist sehr unheimlich. Beschütze das Zugangstor zur Stadt, indem du die Niemande... Nein, gehst du da weg? Gehst du da weg? Ich glaube, ich bin. Ja, nicht so, als wäre ich mega schwach. Okay, ich glaube, du spinnst. Geh weg vom Tor. Ich hab gerade Angst, als wenn ich jetzt 10 besiege. Alter, das geht jetzt noch ein bisschen heftiger. Alter, kann ich mal... Wieso sind da so viele da? Am Anfang ist es voll unfair. Oh, das ist von dem ganz schön viel Schaden. Die blöden 6 Viecher. Ich würde gerne die Güter nehmen und das auf das Tor ziehen. Gibt's ganz schön viele Erfahrungspunkte für niemanden. Oh, ich glaube, das verkacke ich. Ich habe leider zu wenig Magie. Es wäre beinahe knapp gegangen. Also schief gegangen. The Keyblade. A truly marvelous weapon. Hm. Were it only in more capable hands. Genau. Show yourselves! Organization 13! Good, now we can settle this. What a shame. And here I thought we could be friends. Stop! What's the big idea? Oopsie daisy. Move! Now, do you think that's polite?
Shutting me down like that? I said get out of the way! As if. You can talk all you want, but that won't change a thing. Then we are gonna make you move. See, that would work if I were just any old dude. Except I'm not. I'm with the organization. Nothing any old about me. Huh. Tough talk for someone who stood on the sidelines while his nobody flunkies did the fighting. Oh, dear. I think you got the wrong impression. You gonna cry? As if. Why don't I remind you how tough the crowd you're dealing with really is? Remind me? That's right! You used to give me that same exact look. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Gee, I just don't know. Be a good boy now. Wait! Max, he got away. Yep, that was weird. Yep. Who gave him the same look? You know, I think he was just trying to confuse you. Yeah, you're right. Only one me. The Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. Wow! Huh? What's Ooh. This? Gorsh, you think? Eine neue Route sein? Vielleicht. Mal sehen. Yeah. Obwohl ich schon irgendwie schade finde, dass es kein Schlüsselloch mehr ist. Sondern jetzt diese Krone. Aber es ist trotzdem mega cool. Ah, da ist es ja. Also ist es doch noch da. Dann muss ich es zurücknehmen, was ich gesagt habe. Ich finde es genauso richtig. Ja, so ist gut. Ist mir die Frage, war das früher schon so mit diesem, mit dieser Krone? War ich früher auch immer oh, von da? Now I get it. That must have been the gate Yen Sid talked about. Alright! Sorry to run, Leon. But other worlds are calling. Organization 13. They look tough. Be careful out there. Mm, das machen wir. Wir sind careful. See you soon. Careful, vor allem. Der Leon, der Süße. Ich würde gern vorher Kisten sammeln. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart. Unlike all of us here. He had better be. Or else he's worthless. I truly hope he's enjoying himself on his adventure. Maybe he'd like a hand to determine his fate. Hey, as long as it works in our favor, we can let him do what he wants for now. Then we'll all jump in if needed. Those are bold words coming from you. Are you saying you'll volunteer to take care of it if things go wrong? Huh? What? Me? No, you have the wrong guy. I'm not comfortable with that. You act as though you have a conscience. When was the last time any one of us felt anything? Truer words were never spoken. Well, I suppose the fun will have to wait. Do you know what happens to those who lose their true purpose? Inevitably, they destroy themselves. Gentlemen. The hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Die Stimme ist krass. Make sure it is one he will remember. Now go. Yeah.
Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt noch kurz in die neue Welt. Oh, hey, wir kommen nicht mehr. What happened to Twilight Town? It's gone. Nein. Aua. Ich weiß gar nicht. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Ich weiß ja, dass wir erst in das komische Land da müssen. Wir starten jetzt erstmal mit dem Highwind. Und wenn wir dort sind und das Intro sozusagen durchlaufen haben, diese Einführungssache, dann werden wir beenden, würde ich sagen. Start. Ich höre es nur. Schatzliste. So, Dummy! Special-Ding. Cool. Das finde ich auch besser gemacht als im ersten Teil. Also ich muss sagen, da hat sich das Kingdom Hearts wirklich um einiges besser geworden. Ich kann es mir immer wieder gleich sagen, aber es ist wirklich so. Du hast hier so viel Veränderung im Gegensatz zum ersten Teil. Die haben sich so gesteigert und es klingt so gut. Es klingt einfach so super, weil so selten, dass du so eine krasse Steigerung hast vom ersten Teil bis hin zum zweiten. Das ist echt cool. Das haben sie wirklich gut gemacht. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den Weg. Da kann es natürlich auch nur gut werden, oder? Ist mal ehrlich. Ha, das ist jetzt für einer. Und hier. Alle. Es ist halt viel einfacher geworden. Der erste Teil war viel, viel schwerer. Vom Handling her auch. Oh, ich bin fast tot. Aua! Aua! Hilfe! Okay, dann ist es geschafft. Yep. Hab's geschafft. Wir haben es freigeschalten. Falcon Level 1 Entwurf erhalten. Medaillen Level 6. Oha, wir haben alle Schätze bekommen. Yeah. Sehr schön. Das Land des Drachen. Den Film habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich fand es cool, aber ich habe es noch nie gesehen, glaube ich.
See that, Mulan? It's Shan Yu, leader of the Hun army. Come on, girl. This is your big chance. I can see it now. Fa Mulan, whoops, public enemy number one. You're gonna be famous. I'm talking A-list. Mushu, I'm not sure. I haven't even joined the army yet. I have to take my father's place to preserve the Fa family honor. I just hope I don't get discovered. Whatever, you're just scared, admit it. Aren't you? Ich finde ihn so cool. Huh? Aha, yes. Let's get the jump on him. Gorge, maybe we better look before we leap. Der Goofy ist ein schlauer Kerl. Der ist so geil. Is that Mushu? That's right. Yeah. I know you heard of me. I'm little, lethal, and legendary. Now y'all scram before I get my dragon dander up. Hey, Mushu. We missed you. Yeah, well, you better hope I miss you, or else you're Sora, Donald, Goofy. Do you know them? Know them? Man, we used to kick all kinds of bad guy butt together. Yeah, you know I help these guys out of a lot of tight spots. Because I'm a mighty dragon, right? Der ist mega krank, der Typ. Ist voll der Gangster. Something like der that. Der ist so süß. And you are? I'm Mulan. I mean... Ping! Mulan Ping! Just Ping. I am Ping, son of Fazu. You know Mushu? Mushu's one of my family's guardians. We didn't know we were borrowing somebody as important as a family guardian. Yeah, that's right. And that puts you three up to your eyeballs in debt to Ping here. Well, guess what, kiddies? It's payback time. Mushu. Nah, they don't mind. Ain't that right? Hmm, sounds fair. Mm. See, Ping here was just on his way to join the Imperial Army. We gotta go find the other recruits over at the training camp. Would you join us? It'll be easier to fit in if I'm with guys like you. What do you mean, fit in? Well, don't worry about that. You're pretending to be a boy, aren't you? Huh? What? You're a girl? You didn't notice? Not me. I think it's working. I don't know. Those two would fall for anything. I'm right here. Ich finde es cool, dass der Goofy immer so schlau rübergebracht wird, weil er doch immer früher so ein bisschen als Dummkopf dargestellt wird, aber er merkt viel mehr als alle anderen. Das stellt man voll oft fest in dem Spiel, das finde ich voll gut. Okay, wir nehmen Ping mit und statt Goofy, auch wenn er so ein Blitzmerker ist. Erfahrungsboost. Dass ich noch schneller aufsteige. Donald, Goofy. Okay, und ich würde sagen, wir speichern jetzt dann gleich. Wir holen uns erst noch die Kisten. Gehen mal noch kurz zur Mogli-Haltkiste. Ich wusste, dass sich da noch eine versteckt. Aha. Okay. Gut. Und ich hoffe, euch hat dieser Livestream gefallen. Und den Leuten, die das vielleicht in YouTube noch sehen werden, auch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder oder in den nächsten Videos. Schönes Wochenende euch, falls wir uns morgen nicht sehen. Das weiß ich ja noch nicht. Wir werden es noch feststellen. Ihr werdet es auf jeden Fall auf Instagram erfahren. Und tschüssi!